Nelus. Nelus, auch einfach genannt Nilus, war ein ägyptischer Stromgott. Nelus oder Nilus war insbesondere eben der Gott des Nils. Insbesondere in der griechischen Mythologie spricht man von Nilus oder Nelus. Er war der Sohn von Okeanos und Thetis. Okeanos, der allgemeine Ozeangott, und Thetis, die Mutter der Erde, die Erdmutter. Und so repräsentiert Nilus den Nilgott selbst und war dann wieder der Vater von verschiedenen Kindern. Und dann gab es einige Kinder, unter anderem gilt Memphis als Kind, als Tochter des Nils und ist dann wiederum die Mutter von Libyen. Und so gibt es eine reiche Mythologie um Nelus und Nilus. Interessant ist eben, dass in alten Zeiten alle Flüsse verbunden wurden mit Göttern und Göttinnen. In Indien sind die meisten Flussgottheiten Göttinnen. Auch in alten Germanien und Kelten, bei den Kelten, waren die meisten Flüsse eben regiert von Göttinnen. Aber manche Flüsse, wie zum Beispiel der Rhein oder auch der Nil, wurden regiert von Flussgöttern. Heutzutage werden die meisten Flüsse in Deutschland, im Deutschen, als männlich angesehen, wie der Amazonas, der Ganges, der Yangtze, Qiang. Nur die deutschen Flüsse werden meistens als weiblich angesehen, wie zum Beispiel die Mosel, die Werre, die Werra, die Ems. Also fast alle Flüsse in Deutschen sind weiblich, mit der Ausnahme von Rhein, der Rhein. Und eigenartigerweise auch, das heißt die Seen, die Themse, aber es heißt der Tiber. Und so kann man sich bewusst machen, in vielen verschiedenen Kulturen gab es Flussgottheiten, aber noch mehr Flussgöttinnen. Und der Nil ist in fast allen Kulturen Also der Nil wurde von den Griechen und ich glaube auch von den Ägyptern als männliche Gottheit angesehen.